Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Gekko's Data. Es freut mich mega, dass ihr wieder hier seid. Heute geht's um ein Thema, das ich schon lange nicht mehr behandelt habe, das dringend ein Update braucht und das, naja, sagen wir es mal so, eins der wichtigsten Themen im ganzen Dartboard ist. Und zwar, wie werde ich konstanter auf meine Doppel? Wie lerne ich Checkout-Wege und wie checke ich einfach besser? Wie treffe ich meine Doppelfelder? Ich habe dazu vor einer Ewigkeit mal ein Video gemacht, aber da waren meine Dart-Skills noch dementsprechend niedrig. Heutzutage spiele ich zumindest ein bisschen besser, bilde ich mir selbst ein, und ich habe zwei neue Spiele. Wir reden jetzt nicht zum vierten Mal über 121, das Spiel solltet ihr mittlerweile kennen, wenn nicht, ist es da oben verlinkt. Sondern wir kümmern uns um zwei neue Spiele. Zwei Spiele, die ihr perfekt alleine spielen könnt, aber die genauso gut zu zweit funktionieren. Fangen wir mit dem allerersten Spiel an. Das erste Spiel ist 170. Das ist noch relativ bekannt und die meisten von euch sollten eigentlich wissen, wie das funktioniert. Trotzdem erkläre ich es mal ganz kurz. Lässt sich auch gut zu zweit spielen, aber wir erklären erstmal die Einzelspieler-Version. Man fängt an mit einem Score von 170 Punkten, daher kommt der Name des Spiels, ganz klar. Man versucht diesen Wert zu checken. Und man macht einfach immer weiter. Das heißt, man wirft mit der ersten Aufnahme eine 60, hat 110 Rest. Dann wirft man eine 40 oder sowas, keine Ahnung, 20, 19, 1. Dann hat man 110 Rest. Und so weiter und so weiter. Und man versucht das eben zu checken. 160. Das geht zu zweit noch deutlich besser, wenn man sich eben abwechseln kann. Der erste wirft drei Darts, zack, 135 Rest. Der nächste wirft dann nochmal drei Darts, zack, 80 Rest. Und der nächste checkt dann. Das Spiel entwickelt sich aber nicht weiter. Das heißt, man scoret halt immer auf die 170, versucht die zu checken und gut ist. Das meiner Meinung nach interessantere Spiel ist aber 50 Out. 50 Check, 50, es hat verschiedene Namen, ich habe schon einige davon gehört. Und das Spiel geht alleine sehr gut, aber auch zu zweit. Fangen wir wieder damit an, wie es alleine funktioniert. Wir setzen uns einfach den Wert 50 als Rest. Einfach 50 Score. Das heißt, dieses Spiel hat wirklich eigentlich gar nichts mit Scoring zu tun, sondern nur mit Checkout wegen. Schaffen wir diese 50 Darts mit 3 Darts zu checken, das ist gut, dann rutschen wir 10 Punkte hoch. Das heißt, ich werfe zum Beispiel eine 18, dann werfe ich einmal knapp an der Doppel 16 vorbei und treffe dann die Doppel 16. Dann haben wir 50 Punkte gecheckt. Dann rutscht man hoch auf 60 Punkte, 10 Punkte hoch. Okay, 60 Punkte, 20, erster Dart geht vielleicht daneben in die 5, der nächste Dart geht dann in die 20 und dann kann man schon nicht mehr checken. Was passiert dann? Dann rutschen wir einen Punkt runter. Das heißt, wenn ihr das nicht schafft, mit drei Darts zu checken, diese eben 50 Punkte, 60 Punkte, wo auch immer ihr gerade seid, dann rutscht ihr einen Punkt runter. Das heißt, ihr würdet dann, ihr habt die 50 gecheckt, rutscht auf 60 hoch, schafft die 60 nicht, rutscht auf 59. Schafft 59 nicht, rutscht auf 58. Schafft 58, rutscht auf 68. Schafft 68 nicht, rutscht auf 67. Ihr versteht das System. Falsch, 68.
Das sind die beiden Spiele, die zu zweit wirklich mega viel Spaß bringen und die auch einfach ziemlich belohnend sind, finde ich. Denn gerade dieses 50-Out kann man ganz, ganz schnell nebenbei spielen. Und es ist zu dem Standardspiel geworden, das wir im Verein spielen. Also wenn ich jetzt mit meiner Mannschaft zu einem anderen Ligaspiel fahre, auswärts oder heim, ganz egal, dann wird da erstmal sich aufgewärmt, Viertelstunde, ein bisschen Darts geworfen, wo auch immer man hin möchte. Und dann fängt man an, dass man entweder 170 oder 50 spielt. Das sind Spiele, die zu zweit mega Spaß machen, wenn man sich einfach abwechseln kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt der Erste bin, der anfängt mit 170, die werde ich vermutlich nicht checken, das ist ein bisschen unrealistisch, aber ich kann ja für meinen Teampartner schon mal einen möglichst guten Score vorlegen. Das heißt, dass der dann zum Beispiel nur noch 110, wenn es ganz schlimm kommt, checken muss. Und bei 50 ist es halt das Gleiche. Ich fange an mit 3 Darts und ich möchte natürlich, dass mein Teammate danach 60 stehen hat. Schafft man natürlich nicht immer. Aber das sind Spiele, die wirklich dafür sorgen, dass man sich bei 170 Finish-Wege merkt, weil man halt alle Finish-Wege abgefragt wird. Und bei 50, naja, ganz ehrlich, einfach Scoring auf Doppel und vor allem das richtige Stellen. Weil es kommt doch wirklich häufig in einem Match vor, oder in auch jedem Spiel, das ihr zu Hause macht, ganz egal ob gegen den Dartbot im Ligabetrieb, im Verein oder gegen Freunde, kommt es doch wirklich häufig vor, dass man sich mal versehentlich irgendwie 37 stellt oder 46 oder irgendwann eine andere Zahl halt. Und dann muss man doch immer mal gucken, dass man die großen Zahlen, um sich zu stellen, trifft. 46 noch relativ dankbar, einfach auf den Draht zwischen der 6 und der 10 zielen und ihr habt entweder Doppel 18 oder Doppel 20 Rest. Aber Zahlen wie 49 sind schon wieder unangenehmer. Da müssen wir die 9 treffen, die ist umrundet von geraden Zahlen, wenn ich mich nicht täusche. Das sorgt dafür, dass ihr auch die Felder, um euch richtig zu stellen, um euch eure Finish-Wege richtig zu stellen, so wie ihr sie gerne haben würdet, richtig trefft. Und natürlich auch das Finish. Denn schließlich kann man nicht checken, ohne dass man ein Doppel getroffen hat. Und ich weiß, der Satz klingt wie das Durchgekauteste im Magen einer Kuh. Was ein Scheißvergleich, egal. Triples are funny, but the double makes the money. Wir haben bei uns im Verein einen riesigen Dart-File hängen, wo genau das drunter steht, schön eingraviert. Und es ist halt einfach genau so, wie man das sagt. Ich habe es wirklich schon häufig erlebt, auch wirklich in vielen Ligaspielen, das kommt immer wieder vor, dass die eine Partei, egal jetzt ob wir das sind oder das Gegnerteam, den anderen an die Wand scored, aber man einfach nicht gewinnt, weil man das verdammte Doppel nicht trifft. Dir bringt halt eine 85, 100, 81 nach der nächsten nichts, wenn man das verdammte Doppelfeld nicht trifft. Und ich habe da jetzt von über einem halben Jahr das letzte Mal drüber geredet und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich, wenn ich mich konzentriere, ich habe mir das Video mal angeschaut, deswegen kam ich da heute drauf, mit meiner Doppelquote heutzutage eigentlich ganz gut abfinden kann, zumindest für jetzt. Ich habe mal Lecks, da laufe ich auf tatsächlich 30%, das ist krass. Also 30% ist wirklich gut, das ist auch nicht mein Durchschnitt, aber ich habe mal so Lecks, mal so Spiele, wo das vorkommt. Aber spätestens bei der zweiten Aufnahme sollte eigentlich ein Dart drin sein, also 15%. Natürlich ist das bei weitem nicht da, wo die Profis sind. Wenn ich jetzt über einen James Wade, einen Michael Smith, einen Gary Anderson, einen Johnny Clayton rede, die haben natürlich ganz, ganz andere Checkout-Quoten, also im Normalfall. Aber sich mit denen zu vergleichen, habe ich schon mal gesagt, das ist einfach utopisch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausnehmen bei diesen beiden weiteren Sachen. Und es wird auch demnächst nochmal ein Video kommen über meinen jetzigen Fortschritt, denn wir sind jetzt quasi 9 Monate drin. Wir sind in den letzten 3 Monaten meines Jahres voller Darts, das definitiv Höhen und Tiefen hatte. Und ich hoffe, ihr freut euch da genauso drauf wie ich. Und zur WM wird es ganz, ganz viel Content geben. Ich habe mega viel Bock. Prognosen und alles andere. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie in den Kommentaren da. Anregung das Gleiche. Gut Darts, meine Freunde. Ciao.